Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Outlaws, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt durch Ubisoft. Wir flüchten gerade aus Jabbas Palast, der nix hatte, wegen Hoss, der gestorben ist. All das seht ihr im letzten Part. Jetzt sind wir hier und jetzt geht die Tür zu. Was bisschen kacki ist. Na los! Nein, 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 nein! Das war knapp. Ja. Ich dachte schon, wir müssen nicht gegen den kämpfen. Los, Beeilung! Wow, was ist das? Hey, Peer? Total geil. Was machst du da? Ich suche einen Weg hier raus. Lenk das Ding ab, ich mach die Tür auf. Blaster können dem Ding nichts anhaben. Wir müssen es mit was Größerem treffen. Diese Treibstofftanks über uns könnten klappen. Du musst genauer zielen. Ja, war ein spannender Kampf. Leider starb Kay damals. Da war's Palast. Na los! Nein, nein, nein! Was machst du da? Ich suche einen Weg hier raus! Lenk das Ding ab! Ich mach die Tür auf! Blaster können dem Ding nichts anhaben! Wir müssen es mit was Größerem treffen! Diese Treibstofftanks über uns könnten klappen! Überleben. Ein bisschen schnell. Ja, das hat ihm gar nicht gefallen. Jetzt lock ihn zur Tür. Nicer Plan. Nochmal. Wie wär's mit... Wow, gut gemacht, Kay. Ich hab hier zu tun! Bale, die Schiene klemmt. Kriegst du das wieder zum Laufen? Ich kann die Steuerung hacken, aber mein Huttisch ist angestaubt. Du musst das Vieh so lange abwehren. Oh, klar, kein Problem. Schneller! Das soll es sein. Wenn du mit S mehr Gegner meinst, dann ja, das ist es. Ich dachte, Fresen heißt Schiene. Nein, das heißt Tür. Du brauchst, Circuit. Weißt du was? Ich hab eine bessere Idee. So, ich hab's jetzt gehackt. Endlich! Los! Los! Halt
Ah, jetzt aber. Da! Da passen wir durch! Uiuiui, wie spannend. Vale! Gut gemacht! Los! Oh, echt jetzt? Hasse de Punyu. Scheiße. Läuft ja gerade noch nicht so mit Chaba. Muss jetzt mein Ruf wieder unendlich kacke werden dadurch. Kurz bevor ich ihn ganz oben hatte, ne? Lass mich mit ihm reden. Erhabener Jabba, fangen wir nochmal von vorne an. Wir entschuldigen uns für die Beleidigung und erbitten eure Gnade. Und was die Bezahlung angeht. Abgemacht. Das Bestien-Gelände steht unter imperialer Kontrolle. Serek Besh und das Imperium? Hey, ich krieg das alleine hin. Ich brauch sie nicht. Buta ubanichu no liya mapit. Tungana ubabola marankor. Vinja dubamiki. Aje utugranta do utrata. Otima bula. Schade, dass er so ein bisschen schlecht animiert ist, finde ich. Schaut mal, wer hier ist. Der liebe Han. Sorry, ich musste kurz niesen. Okay. Wieder draußen. Hey, wir sitzen fest. Fortuna hat klargemacht, dass wir nicht weit kommen, wenn wir abheben. Er hat auch einen Rancor erwähnt. Ja. Stellst du mich zu Jaylen durch? Einen Moment. Ich nehme an, du hast gute Nachrichten, Kay? Haus ist raus. Er ist tot. Ah. Das macht es sogar für ihn schwer, noch von Nutzen zu sein. Und ich hab's mir mit Jabba verscherzt. Er lässt uns nicht vom Planeten und irgendwie arbeite ich jetzt mit dieser Kopfgeldjägerin, die... Hey, 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 hey. Alles wird gut. San, stell dich wieder gut mit Jabba, verschwinde von Tatooine und dann überlegen wir, wie es weitergeht, ja? Ja. Gut, okay. Ach ja, übrigens, ich habe mit ND5 geredet und dir etwas auf deinem Schiff hinterlassen. Das sollte helfen. Oh, danke, Jalen. Frag bitte einen Fusionsschneider. Du arbeitest mit Vale? Ist eine lange Geschichte. Ich hab schon wieder vergessen, wer das war. Die war aber böse, dachte Beth. Ich. Ich hab hier einen Aussichtspunkt. Woher hast du meine Frequenz? Ich hab dich gescannt, sobald wir aus dieser Grube raus waren. Ich lass dich kein drittes Mal entkommen. Komm zum Vorsonnenfeuer, dann bringen wir es hinter uns. Ja, wenn wir fertig sind, blockieren wir auf jeden Fall ihren Funk. Na, was geht, Großer? Was hast du gefunden, Nix?
Hakude. Jag das Fass hoch, aber pass auf. Summen dir, Adalus! Sie kommen in unsere Richtung! Los! Die Talkies hat Tonka kennen! Na komm schon! Weg da. Muss ja nicht immer eskalieren hier. So, wir sollen da eigentlich einbrechen. Im Wüstental. Ach, wir haben noch so viel zu tun hier. Wir haben keine Chance. So, schauen wir mal. Weißt du, wo wir sowieso schon gelandet sind? Könnten wir auch gleich am Schiff arbeiten. Wir könnten zum Beispiel ein neues Geschütz gebrauchen. Da kommt man derzeit gar nicht so leicht ran. Vielleicht hast du auf dem Markt von Mos Eisley Glück. Von dem Ding halten wir uns besser fern, okay? Ah, ich komme ja bestimmt irgendwie rein. Ob die irgendetwas Brauchbares haben? Dieses Sonnenzyklus. Die sind sozusagen geschenkt. Für mich? Oh, hey. Sie kommen wieder, das weiß ich. Hey. Ich brauche einen technischen Rat und du wurdest mir wärmstens empfohlen. Wunderbar. Auf welchem Gebiet brauchst du Beratung? Persönliche Habitate? Feuchtigkeitsfarm? Das darf ich nicht sagen. Was genau soll das hier werden? Hör zu. Ich habe viele Kredits und ich will auf Tatooine in die Landentwicklung investieren. Und jetzt brauche ich jemanden, der mir etwas zur Umgebung sagen kann und zum Bergbau und nicht meine Zeit mit Fragen vergeudet. Aha. Ich sag's dir ganz direkt. Ich arbeite nicht für die Hutten. Oh, ich schwöre dir, ich frage nicht im Auftrag der Hutten. Was immer es ist, ich will nichts damit zu tun haben. Aber vielleicht habe ich einen Tipp, wenn du dafür bezahlst. Ja, ist gut. Was kannst du mir sagen? 50. Ach. Ich habe das nie selbst gemacht, aber mein Großvater. Seine Aufgabe war, das Land zu erkunden und nach Rohstoffvorkommen zu suchen. Hast du noch Kopien seiner Arbeit? Nein, die Minengilde gibt diese Informationen nicht frei. Aber er hat Tagebücher geführt. Die sind noch in der Mine von Mos Algo. Ah, danke. Das ging leichter als gedacht. Schauen wir mal. Sieh dir das an. Ich war gar nicht hier.
Oh, das Ding ist fast völlig verrostet. Visto solo pipago. Gehen wir trotzdem noch schnell dahinter. Den Fragezeichen. Das Hauptquartier soll gar nicht zufrieden sein. Nichts zu melden. Oh, hat geklappt. Ach, easy peasy. Gut, das Fragezeichen wäre geklärt. Dann schauen wir mal nach dem Sabaktisch, ne? Hier gibt es die feinsten Waren aus der ganzen Galaxis. Bei so vielen verschiedenen Jägern und Bombern, die die Flotte jetzt hat, verliere ich den Überblick. Suchst du nach Arbeit? Alles klar. Abgemacht ist abgemacht. Hey. Hallo? Ich hab da mal eine Bitte. Mein Freund hat hier am Sabaktisch was verloren und bräuchte es zurück. Ich weiß, so läuft es nicht mit Spielschulden, aber die Hutten können sowieso nichts damit anfangen. Also, vielleicht könnt ihr eine Ausnahme machen? Gigi nopa capa ci pisco nulia dica disc. Aber um Feuchtigkeitsfarm? Uber saguspa ja elda ispago. Ciclop ubahakum. Giventa mayaba yuya una gidisca tiwata. Una yubagutu huha gimishka datilux. Legen wir los. Na, das dachte ich mir doch. Alles andere hätte mich ja ernsthaft gewundert. Karten bitte. So. Gib mir was Gutes. Erste Runde gewinnen wir auf jeden Fall. Hoffentlich fällt jemand von euch. Gut. Bitteschön. Die verliert leider nicht so viel. Egal, was er würfelt. Ja. Mit der könnte ich Karten tauschen, wenn es wäre. Aber sie fängt an. Oh, 4-6 ist nicht zu voll. Dann schauen wir mal.
gucken wir mal, was die hat. Ei und Würfel. Nimm das. So, dann finde ich eigentlich besser als meine. Weil jetzt können wir mal gucken. Weil ich zufällig eine 2 ziehe. Wenn nicht, dann ist eh egal. Dann bleiben wir so. Hat den Vierer-Sabak. Na, dann geht's jetzt drum, wer. Ob ich Würfel gekommen. Ach nee, das war noch nicht was gewürfelt. Da ist es. Nein! Ach. Ernsthaft. Hätte ich nicht tauschen dürfen. Will ich nochmal, dann nehmen wir das hier doch mal weg. Lass die alle gleich in der ersten Runde zahlen wie Sau. Ich habe meinen Einsatzabak da und kann mir ab jetzt halten und die zahlen lassen. What the Gigi ga? Nimm das. Egal, nur weil du gerade gewonnen hast. Viel Spaß damit. Kriegt alles wieder. Mir tut's nicht weh. So. Sind wieder so weit wie gerade. Und jetzt eine Münze. Eine 5 und eine 6. Wir schauen direkt nach, was sie hat. Also sie kann nicht ziehen. Sie hat eine 5 und würfeln. Klingt kacki. Komm schon. Schau mal, ob sie Würfelglück hat. Und wenn nicht, gewinnen wir sicher. Und wenn sie Glück hat, dann ist halt so, wir verlieren eine Münze. Sie kriegt auch nur eine wieder. Oder? Ja. Okay, ich verliere sogar 2. Ja, jetzt gewinnt er aber. Gib mir was Gutes. Prozent unser Sieg. Also jetzt zufällig von Anfang an 2 Joker auf der Hand.
Könnten unentschieden werden, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Alter! Was du? Nix und Würfeln hat sie. Komm schon. Das heißt, ich darf meinen Sechser nur wegwerfen. Scheiße. So, warte mal, aber ich komm noch mal dran. Wir tauschen. Warte mal. Ne, hä? Jetzt hätte ich den Sechser genommen, um ein sicheres Sabak auf der Hand zu haben. Ja, was haben wir? 1 und 6, ne? Okay, dann tauschen wir. Wie wär's damit? Mann, ich werde wohl irgendwas besser als eine 5. Also als mindestens eine 5 würfeln. Ich werde nicht 2 Sechser würfeln. Wieder unentschieden wäre. Sie kann sich's eh nicht leisten. Um alles außer eine 2 Sechser. 2 Sechser dürfen wir nicht würfeln. Also wie hoch ist die Chance? Yes. Das ist ein Sabak. Geht doch. Smart gespielt von mir. Pech für euch. Dann machst du es aber gleich. Abgemacht ist abgemacht. Inke Bunke. Jamido Saputo. Gut, dann haben wir nämlich das hier geschafft und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.